Hallo, schön, dass ihr euch den Film über unsere Hühner anschaut. Das hier im Bild sind unsere Hühner, als wir sie vor einem Jahr, also im Frühjahr 2011, gekauft haben. Jetzt vergräbt sie sich bestimmt im Sand. Aber der ist nicht tief genug. Nur erstmal, damit sie sich gewöhnen an Sand und an die Erde und an Scharen. Vorher haben sie bei dem Vorbesitzer haben sie auf Papier gelebt. Kinder haben ein paar Würmer gefunden von draußen. Das ist Aufregung, jetzt gibt's Würmer. Leckere Würmer. Gestern waren wir in Abbotsford und haben uns 5 kleine Küken geholt. Die stehen erstmal neben der Heizung, ganz im Warmen. Und die futtern schon ganz kräftig, trinken Wasser, buddeln im Sand, haben schon einen Regenwurm gefunden und sich drum gestritten. Fressen Haferflocken. Ein bisschen vom Löwenzahn knabbern sie ab. Da hinten ist die Wasserstelle. Das ist einfach nur ein Plastikbecher, ein bisschen abgeschnitten, damit er nicht so hoch ist. Da haben wir 2 Steine reingelegt, damit sie es nicht umschütten können. Und Wasser reingeschüttet. Zurzeit ist da mehr Sand drin als Wasser. Müssen wir mal sehen, ob wir eine andere Idee haben. Papa, wenn einer einen Wurm gefangen hat, will der andere das auch. Bei uns direkt vom Haus fährt der Rocky Mountaineer vorbei. Da ist er, das ist ein... Der fährt in die Berge, genau. Das ist ein ganz teurer Hotelzug. Da kann man Ferien drin machen. Oh, tschüss, mach's gut. Mehr sehen wir nicht. Da gibt's schönes Essen drin. Und man kann durch die Rocky Mountains fahren damit. Jetzt ist er weg. Heute sind die Chippeln, unsere Küken, das erste Mal draußen mit Zaun und Hütte. Sonst fahren sie immer nur in der Hütte. Wo sind sie denn? Da ist ein großes Huhn. Da ist mein kleiner. Da sind 4 und 1 ist noch irgendwo anders. Die freuen sich jetzt hier draußen zu sein. Die rennen rum. Da ist das andere. So kleine Chippeln. Die erkunden jetzt ihr Gebiet. Und Stella freut sich und will sie am liebsten fressen. So gern hat sie sie. Und die größte Höhlenhuhn. Und Chick ist mein. Da kommt die Hühner wieder an. Theresa möchte sie gern mit Gras füttern. Da kommen die Chippeln wieder. Hier.
Was sind denn das, Theresa? Sind das unsere Hühner? Mhm. Wann ist das? Die ganze Bande. Es ist eine kleine Bande. Es hieß, dass jemand sich um die Hühner kümmert. Stella ist an der Leine, dass sie nicht fressen kann. Wahrscheinlich würde sie sie fangen und vielleicht dabei vielleicht tot machen, keine Ahnung. Wir wollen es nicht riskieren, deswegen ist jetzt erstmal an der Leine die Stella. Muss ich jetzt dran gewöhnen. Mama! Theresa füttert auch. Kolibri, der trinkt an unseren Mama und Papa? Salbeiblüten. Mama und Papa? Mhm. Mama, hörst du mir auch zu? Mama und Papa, kann ich von den Stickers was Streifen machen? In der Nähe vom Kirschbaum steht unser neues Hühnerhaus. Gehen wir mal durch, ziehen Kopf ein, Theresa. Hier sind unsere Hühner drin. Hühner, genau. Das sind alle versammelt, alle 5 Hühner. Ein halbes Jahr ist vergangen und schaut euch an, wie unsere Hühner gewachsen sind. Inzwischen haben wir auch noch 3 neue braune Hühner. In den Bäumen, das ist hinter unserem Haus am Fluss, sitzen Adler in den Bäumen. Weißkopfseeadler, Bald Eagles. Und das sind halt unsere Adler. Die dürfen halt mal draußen rumlaufen. Da müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein. Weil die richtigen Adler, die fressen die natürlich gern. Die würden sich ganz bestimmt gern so ein Hühnchen holen. Ein schwarzes haben wir schon verloren. Wir vermuten einen Adler. Und da waren sie noch kleiner, ja. Und ein braunes Huhn haben wir an die Stelly verloren. Die Stelly wollte unbedingt mit einem spielen. Stelly ist unser Hund. Stelly hat's Huhn nicht gefressen, aber halt schon im Maul gehabt. Und na, so ein Nachzügler da. Und der Hahn, der beschützt jetzt seine Hühner. Der lässt die Stella nicht mehr ran, ne? Bist ein guter Hahn. Ja, und ein schöner. Na, wir waren gerade an der Quelle Wasser holen, ja? Jetzt kommen wir zu unserem neuen Familienmitglied. Nee, nicht die Theresa. Das Miezekätzchen. Mietze, komm mal her. Komm her, Mietze. Mietze. Wo ist sie denn? Da. Kaki. Und das ist ihr Lieblingsort, hinterm Ofen. Da ist es. Nee. Nicht anfassen da. Rüttelst du so sehr am Film. Da. Ja, wo ist sie denn hin? Da. Da ist die Miezekatze. So, die Mandy hat einen Kratzbaum gebaut. Ich bin mit einem schönen Schlafplatz. Genau, ist noch nicht fertig.
Trombone. Die Hühner sind ein Jahr alt und Katharina versucht sich am Videofilmen. Ich spiele die Schenke nicht. Schenke nicht am Berg. Schenke nicht am Berg. Was man nicht wie ein Mann ist. Überhaupt nicht. Wir gucken mal nach Eiern. Unsere Henne. Sie brütet gerade 4 Eier. Das ist nur 4. So, das ist das Hühnerwasser. Ich bin gerade in Hühnerkaka gelatscht. Es war so lustig an vielen Tagen. Wisst ihr noch, wann was so lustig war? Wisst ihr noch, wann? Ich weiß. Eigentlich schaut ihr euch den Film ja an, um unsere neu geschlüpften Küken zu sehen. Okay, viel Spaß dabei. Das sind unsere Küken. Und die Mama. Ja, die passt auf ihre Kinder, ne? Ich sehe aber nur drei Bilder. Das vierte. Alle schön bei der Mami. Prima, machen sie das. Na Mama, passt du fein auf deine Küken. Und da schaut denn da durch den Zaun die Stelli, ja. Du leckst dir schon das Mäulchen. She would like to eat the little chicks. Du würdest die kleinen Küken gern essen. Ja, ich weiß, du bleibst aber draußen, Stella. Du bleibst draußen. Noch von denen da. Siehst du das da? Die wollen dahin. Aber ein bisschen gelb sind sie. Ein paar gelbe Flecken haben sie. So. They are black, but they have a little small pieces of parts of yellow. That's not really yellow, it's a mixture of yellow, white or something. Let's go, Borsta.